Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pauls und das hier ist immer noch mein YouTube-Channel. Und ich habe immer noch zwei geile Gäste da. Hubertus Becker, globaler Nomade, Buchautor, krasser Typ. Und Alina, ich sag deinen Nachnamen, sagen wir gar nicht. Alina von Alina's Addiction, eigenen YouTube-Kanal, krasse Geschichte, war bei Leroy. Und was wir jetzt machen ist, wir reagieren gemeinsam auf ihr Video bei Leroy. 10 Jahre Heroin. Genau, okay. 10 Jahre Heroin. Wie ist es 10 Jahre Heroin oder so? Auf jeden Fall wollten wir darauf reagieren und jetzt hat sich das gerade ergeben, dass der Hubi hier ist und deswegen machen wir es jetzt zu dritt. Das wird ein richtiges Chaos. Wir sind auch hier eng reingequetscht. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Oder von vornherein. Vorstellen. Hubertus Becker, Legende auf der Straße, in den Gefängnissen und seit neuestem auch auf Social der Media. Pate. Das Hubertus Becker ist. Ihr kennt den Hubi. Alina kannte den Hubi nicht. Nee, ich habe ihn nicht gekannt, aber ich mache auf YouTube seit nur einem Monat. Ja, aber der ist ja auch im Knast auf der Straße. Ja. Und pass auf, ihr kennt dieselben Leute. Ihr kennt den einen oder anderen, den ihr kennt. Stimmt. Und Alina, ja, wer bist du? Du bist jetzt auch auf YouTube. Ich bin auf YouTube. Ich habe unter anderem mit Stimme der Straße gedreht. Das war mein erstes Projekt. Schöne Grüße gehen an diesen Mann. Ja, er hat sehr mir guter Mann. So viel ermöglicht. Ja, er hat mehr in mich gesehen, als ich in mich selber gesehen habe. Ja, er hat immer gesagt, komm, mach deinen scheiß Kanal auf. Ja, du hast so viel zu erzählen. Du kannst vielleicht den einen irgendwie helfen oder so. Ja, mach was Sinnvolles aus deinem Leben. So sieht's aus. Guter ich Mann. Ich wollte eigentlich strippen wieder gehen. Table Dance. Ja, oh, das war so verkehrt. Und er hat alles in die Wege gesetzt, also bist du verrückt, ja, der hat so hart dran gekämpft, dass ich mir das irgendwann gesagt habe, nein, okay, scheiß drauf, ich scheiß auf das Geld, ja, ich habe so ein bisschen Midlife-Crisis bekommen mit 6 und ich bin 35, so 36 geworden, ja, also scheiße, ich habe kein Geld, ja, ich stehe nix da, ja, ich will mir was aufbauen, was mache ich, gehe wieder tanzen und so, ja. Und er hat alles Mögliche dran gesetzt, hat gesagt, nein, bist du verrückt, mach das nicht, schmeiß dein Leben nicht weg, ja, mach einen scheiß YouTube-Kanal auf, probier's wenigstens. Wenn es dir nicht Spaß macht, kannst du es immer noch sein lassen. Jetzt warst du schon bei vielen Leuten und ich glaube, es geht noch weiter bei dir vorwärts. Wer ist denn noch da? Ruf mal. Wo guckst du denn hin? Du hast ihn mitgebracht. Ach so, Peachy, wo ist er denn? Komm mal her. Also Peachy sehen wir jetzt auch noch. In der Zeit, bis Peachy hier ist, wir reagieren jetzt zusammen auf das Leroy-Video. Gleich geht's los. Aber guckt euch den mal an. Der hat mehr Eier als manche Männer, die ich gekannt habe. Ne? Wisst ihr, was der Hubi gesagt hat? Das ist Mesut Özil. Das ist ja schon eine Frechheit. Guck mal die Augen. Eier. los geht's. Okay. Bist du ready? Ja. Hier reacten wie die jungen Hühner. Bitteschön. Ich habe immer noch Narben hier. Also ich bin immer noch sehr vernarbt. Ich habe meine ersten Erfahrungen in der Prostitution schon mit 16 gemacht. Ich habe dann Heroin und Kokain gespritzt. Gibt es denn von so einem krassen täglichen gemeinsamen Heroinkonsum noch eine Steigerung? Ja, er ist auf jeden Fall gestorben. Bam. Also. Nein. Hey Freunde, herzlich willkommen. Man hört jetzt schon so ein bisschen, dass der Leroy natürlich auch irgendwie die Musik ist ein bisschen anders schon. Ja, ist ein bisschen dramatisch. Ist ein bisschen anders als bei uns. Ja, war schwermütig. Auch die Stimmung am Set war sehr schwermütig. Ja, also ich habe gesehen, dass das Leroy hat schon viele Geschichten und so, gell? Aber er ist ein sehr empathischer Mensch, ne? Also der versetzt sich ja auch wirklich da rein. Und wenn er dir zuhört, dann hört er auch dir wirklich zu. Und er ist wie so ein Fuchs, ja? Also der merkt sich alles. Du Fuchs, was ist jetzt siehst. Hubi, du bist da? Du bist ja, hier? Ich bin da. In der Materie? Ich muss hier mal so merken. Er und ich haben die gemeinsamen Bekannten, ne? Haben wir ja, okay, warte, komm, dann machen wir das kurz. Ihr habt gemeinsame Bekannte. Wie mehrere, kann das denn sein? Mehrere. Ihr könnt die Namen ruhig sagen, wir blieben die. Also, wie ging's los? Also, ich bin auf dem Frankfurter Bahnhofsviertel intensiv unterwegs gewesen zwischen 2006 und 2010 und habe da einige Leute kennengelernt und überraschenderweise auch ein paar richtig nette Kerle oder auch Mädels. Unter anderem mit am längsten kenne ich meine Freundin. Gruß geht raus. Kennst du auch? Ich auch. Die Welt ist klein. Und dann kannte ich sehr gut den. Ja, der ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Okay. Und mit dem eine unfassbare Geschichte. Irgendwann sage ich zum du, ich fahre morgen nach Amsterdam und hole ein bisschen Stoff. Dann mach mal langsam und kauf hier nichts Teures ein. Ich bin in 2 Tagen wieder da. Was?
Wart einen Tag, ich krieg morgen meine Gage, dann gebe ich dir das Geld mit. Dann ist dieser Mann, der jetzt sein Leben auf der Straße, im Betrug und Beschiss und allem, was da abgeht, kommt der am nächsten Tag und drückt mir seine gesamte Sozialkohle, wow. 400 Euro in die Hand, wow. Und sagt er, bring mir mit. Und habe ich gesagt, im Ernst? Sagt er, 100%, hier hast du sie. Hat er dir so vertraut? Absolut. Wow. Das macht sonst doch keiner in Aufbahn. Das ist normalerweise weggestellt. Ja. Aber der kannte mich natürlich jetzt schon auch länger und der wusste, ich bin nicht so einer. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Amsterdam, komme zurück und suche den und finde den nicht. Nein. Und ich hatte ihm extra ein Handy gegeben, damit er telefonieren kann mit mir, ausgeschaltet. Wow. Weg. Ich kann ihn nicht kontaktieren. Was mache ich? Ich habe gedacht, jetzt fährst du nach Hause 100 Kilometer und am nächsten Tag noch einmal da nach Frankfurt, um dem das Zeug zu geben. Ja. Das war mir dann zu doof. Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, aber so, ich würde sagen, 20 Gramm oder so habe ich da besorgt. Und da bin ich hingegangen, habe die 20 Gramm in eine Marlboro-Schachtel rein und habe an der Mainzer Landstraße, da stehen so Bäume und unten drin sind so Metallgitter und da ist ein Haufen Unrat und Dreck. Und habe das da einfach eingeschoben auf der Straße. Hast du auch Geld mit reingepackt? Weil einmal hat jemand dort Geld gefunden. Nein, ich habe nur die 20 Gramm Schore da reingepackt. Denke, die Alina hat deine Heroin gefunden. Du willst es nicht sagen. Und habe das dahin. Und dann habe ich einen Abend erreicht. Und dann sage ich, ja, was ist denn los? Wo warst du denn so? Und dann sagt er, ja, du kommst dann morgen. Sag ich, nee, du weißt doch, wo ich immer mein Auto parke. Ja. Und dann sage ich, da zählst du die Bäume ab. Der dritte Baum von vorne. Da unten in dem Eisengitter, da ist eine Marlboro. Und er ist schon so, ich bin abgelenkt worden. Also ich bin abgelenkt worden. Ja, und dann dachte er sich so. Und Viertelstunde später, alles klar, Junge. Boom. Klasse. Und ich habe jetzt erwartet, dass es eine Abwicklung war. Nee, das war alles korrekt. Aber ist es nicht verrückt? Irgendwie, dass dann sitzen wir jetzt hier in einem Raum so und es ist so an diesem Melting Pot Frankfurt irgendwie alle so eine Geschichte dazu. Ja. Oh Mann. Okay, Leroy, erzähl mal weiter. Warte, jetzt muss ich hier wieder Tab drücken. Boom, ich kann's drauf. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen nämlich heute eine junge Frau, die von ihrer Heroinsucht erzählt. Aber bevor es losgeht, kommen wir auch heute erstmal zum Faktencheck. Die natürliche Herkunftspflanze des Heroins ist Mohn. Heroin wird in Europa häufig als Pulver gehandelt, dessen Farbe von weiß bis dunkelbraun variieren kann. Stop. Die häufigste Konsumform... Ich habe in meiner ganzen Drogenkarriere kein weißes Heroin gesehen. Einmal Thai-H bekommen. Okay. Das war's. Wie sieht's bei Ihnen aus? Also, ich habe meinem ganzen Leben nur Thai-H verkauft. Wie soll ich das damals nicht kennenlernen? Ja, ich habe in Amerika, in Detroit, in New York, in Chicago habe ich das gekauft. Ehrlich? Und das... Sag ich doch Partner. Es ist nicht verrückt, dass die Alina kennen den Hubi gar nicht. Also die Leute hier kennen den Hubi alle. Und das Video hier auch übrigens... Ist es schlimm, dass ich dich nicht kenne? Ach, bitte. Ansonsten sind wir zufrieden mit dem, was du bis jetzt gesagt hast? Jo. Okay, dann geht's weiter. Form ist das Erhitzen und Spritzen durch die Vene. Häufig wird das Pulver aber auch wie Kokain durch die Nase aufgenommen. Stopp. Das war's. So, er wurde so kritisiert in den, nicht was heißt kritisiert, ja, viele Leute haben gesagt so, wieso sagst du nicht rauchen, man kann es auch rauchen, voll viele Leute rauchen das. Ich finde auch, dass die häufigste Form nicht spritzen ist. Also ich kenne mehr Leute, die ziehen als spritzen. Also jeder. Zunächst einmal gibt es da keine verlässlichen Statistiken drüber. Muss man auch sagen. Und außerdem aus eigener Erfahrung, meine Erfahrung. Ich würde sagen, 80% der Leute, die rauchen oder ziehen es und nur 20%, die drücken es. Also, es wechselt natürlich schon. Also es wechselt, die ziehen, drücken später auch gerne. Ja gut, das kann schon sein, aber... Gut. Aber man fängt immer mit Ziehen an. Also wir haben erst nur eine Minute, wir haben schon viel zu kritisieren. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich hier so farbig bin, das ist mein Rechner, der macht manchmal Farben, schwarz, nicht rot, dann nicht gelb, das ist so. Wir haben jetzt aber auch genug geredet, wir gehen los und treffen Alina. Oh, da kommt ein Auto, schnell. Hallo. Hallo. Ich grüße dich. Hi. Alles klar bei dir? Ja, danke schön. Bei dir auch? Super, ja. Stopp. Ach so. Warte, ich muss... Ey, das ist so ein... Was? Ist das bei dem zu Hause? Nein, das ist so, nicht stopp. Ist das bei ihm zu Hause? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja, aber die Community ist ausgerastet, ja. Ich weiß die Gründe nicht, die Vorgeschichte nicht, aber dass er mir die Frage beantwortet hat, wie es ihm geht oder alles gut, ja, sind die Leute ausgerastet. Aber warum? Ja, weil was ist die Geschichte dahinter? Nein, normalerweise fragt ihn keiner. Warum?
Weiß ich nicht. Er antwortet nicht. Hat irgendwann mal angefangen so. Es geht um dich. Ich glaube, es ist deswegen. Also ich könnte mir vorstellen bei Leroy, dass es ist, weil es um dich geht in dem Interview. Okay. Dass er halt sagt, hey, es geht um dich und wir sind hier und er ist auch fokussiert. Wie gesagt, der Mann ist gut vorbereitet, sehr, der ist drin im Thema. Sehr. Ja. Weil ich habe gesagt, so alles klar bei dir und er meint so auch und dann habe ich so gesagt, ja, endlich wissen wir, wie es Leroy geht. Haben die Leute geschrieben in den Kommentaren. Jetzt sind ausgerastet. Warst du nervös? Eigentlich nicht so. Ich war nicht wirklich nervös. Aber, ich war nicht nervös eigentlich. Okay, komm, weiter geht's. Die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen. Sehr gerne. Also ich bin Alina, ich bin 36, komme aus Frankfurt. Und ja. So geht's nicht. So okay, ich sag intern sage ich. Ey, wie habe ich mich da geschminkt, Alter? Also ich hab das auch. Dass du gedacht, ein bisschen mehr ist. Ja, und dann ist es doch nicht ein Puff oder so. Ja, so. Wisst ihr mal, wenn es jetzt ein bisschen dunkler wäre? Ja, genau, ganz richtig. Genau. Das ist ein bisschen ganz bühnisch. Genau. Ist ein bisschen ja, schon viel zu viel, viel zu viel. Aber egal, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber. Ja. Aber bei uns hast du sehr gut ausgesehen. Ja, bei dir sah ich normal aus. So. Okay, ja, hier egal. ist schon. Ist schon heftig. Ist schon wild. Okay, ist schon komm. Scheiße, aber. Jetzt, was soll man machen? Falsch. War drogenabhängig oder besser gesagt, ich habe eine Suchterkrankung. Ja, das ist erstmal ein krasser Einstieg natürlich. Ich kann dir aber sagen, ich bin da super gespannt drauf und habe da großen Respekt vor, dass du dich heute vor die Kamera traust. Danke. Ich werde dir natürlich versuchen, Fragen zu stellen. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest, sag mir das bitte, dann musst du das nicht. Aber ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir heute etwas über dich lernen. Ja. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Sehr gerne. Alina, dann würde ich vorschlagen, fangen wir einfach mal vorne an. Wie bist du aufgewachsen? War das eher so ein behütetes Aufwachsen oder hattest du schon das Gefühl, dass deine Kindheit ein bisschen ja, härter war? Ja, meine Eltern sind geschieden, da war ich 3. Also meine Eltern sind wie Katz und Maus, sage ich mal so. Also ich bin aber auch bei der Mutterseite aufgewachsen. Also ich sag mal so, wir hatten nicht viel Geld. Meine Mutter hat, ich habe einen Zwillingsbruder noch und einen älteren Bruder. Meine Mutter hat dann halbtags gearbeitet. Sie ist da für uns Kinder da gewesen. Ich habe keine Familie hier in Deutschland. Ich habe nur meine Mutter und meine Brüder. Das heißt, du bist bei deiner Mama aufgewachsen. Genau. Und finanziel hattet ihr nicht hin und wieder gewisse Sorgen. Doch, ja. Wie hast du das? So, ich muss jetzt mal was klarstellen, ne? Weil ich habe das so oft in den Kommentaren jetzt gelesen und hey, ich habe noch nie gesagt, dass ich eine traurige Kindheit hatte oder irgendwas, ja? Das heißt ja nicht, weil du wenig Geld hattest, dass deine Kindheit scheiße war oder traurig. Ich war sowieso immer draußen spielen. Ey, ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass du trauriger rüberkommst, als du bist. Ja, weil das so, die Stimmung war die, so schwer. Ja, im Hintergrund läuft eine leise Musik. Die Stimmung ist so ein bisschen schwer. Ja. Das ist ein schweres Thema. Genau. Ja, was natürlich im Hintergrund da immer mitschwingt, ist der Verdacht, dass Menschen, die drogenabhängig werden, dass das eine Reaktion ist auf den Schmerz, den man auf traumatisierte Kindheit mitbringt. Bei manchen ist es vielleicht auch so. Das ist bei vielen so. Sein, ja. Und das davon, der Leroy, der ist natürlich da auch gebildet, der weiß das. Ja, aber obwohl es so ist, ist ja bei dir ist es ja auch. Du hast eine extreme Kindheit, also eine extreme Erfahrung in Jugend und so, ne? Ja. Und deswegen würde ich trotzdem, muss man es nicht traurig aber ich finde auch, ja, nur weil man weniger Geld hat, heißt ja nicht, dass man traurig war als Kind. Ja, ich war ja eh so ein Kind, wo immer draußen so spielen war, so. Ich war die Generation, wo noch draußen noch die Sachen so gemacht hat. Okay, cool, ja, nee, ja. Kannst du alles sagen, Leute. Kind erlebt? Als Kind, ja, als Kind ist ja immer so ein Druck bei Jugendlichen, gerade wenn man so 13, 14 Jahre wird, man möchte die aktuelle Mode haben, man möchte ein Handy, okay, damals, ich bin Jahrgang 85, damals kamen die Handys erst so langsam an, aber man will trotzdem eine Playstation haben oder Mode, das ist... kostet dir alles viel Geld und ja, da fängt das eigentlich schon an. Ich bin damals auch Clown gegangen, damals, ja, so wo ich sehr jung war, mit 14, habe mir die Sachen einfach dann geklaut, die mir gefallen haben. Ladendiebstahl, ich habe das fing schon sehr, sehr früh schon bei mir an, dass ich auf die schiefe Bahn gekommen bin.
Ich hatte auch so eine Mädchenklicke. Es ist 15. Schwer, als Jugendliche damit aufzuwachsen. Ich sehe es dir schon an. Es ist schon so, die großen Kreolen, die kann man auch ausmachen, wenn man Streit hätte oder so. Es ist schon alles so, ey, du siehst schon aus wie eine kleine Ganoven. Oh Mann, ja. Oh. Ja, und das war so damals, so, da war ich 14, 15, so mit 16 hatte ich dann auch die ersten Kontakte in die Drogenszene. Also man hat immer irgendjemanden gekannt, der Gras geraucht hat oder verkauft hat oder Speed konsumiert hat. Und dann ging es ja auch so los mit 17, 18. Ja, mit 16 auch teilweise bin ich dann in die Clubs gegangen. Diskotheken, Nachtleben hat angefangen damals. Und dann fing ich schon an, die ersten Erfahrungen mit Drogen. Man geht feiern, also ich habe damals Kokain genommen und Speed. War das dein Einstieg? Hast du mit? Das war mein Einstieg. Hast du überhaupt eigentlich von? Stimmt. Ich habe erst hast du auch Drogen genommen eigentlich? Ja, klar. Hä? Ja, also ich kann ja auch so verkauft haben also, oder so. Nee, ich habe aber jetzt mal eine Frage zu dir. Weil wo siehst du denn irgendwo den entscheidenden Unterschied, weshalb du dich anders entwickelt hast als Freundinnen, die ein bürgerliches Leben eingeschlagen haben? Woran ist das eine natürliche Risikobereitschaft bei dir? Oder... Darüber würde ich mal ganz gerne was hören. Wie die Wege so auseinandergegangen sind. Nein, warum? Warum? Mhm. Boah, das fragt man sich mit 17, 16, 18 so nicht. Aber jetzt fragen wir dich. Jetzt fragen wir dich. Boah, das ist so schwer. Ja, ich habe vielleicht auch nichts anderes gekannt. So. Aber du hattest Freundinnen, die sind den Weg nicht mitgegangen. Eine hat Selbstmord gemacht. Ich bin voll auf Drogen hängen geblieben. Die eine ist später nach Frankfurt gekommen. Ihr Freund wurde in Hanau ermordet bei diesem Attentat. Die andere, was ist mit denen eigentlich so passiert, ey? Aber weißt du, was das Ding ist? Sie hat, ich habe gefragt. Also die eine ist voll gläubig geworden und so. Also es war schon mehr. Alles schon in so andere Richtungen gegangen. So, ne? Aber dann, man könnte ja auch sagen, überhaupt von Leuten. Aber so bei ihr, weißt du was? Ich weiß nicht, ob du es in dem Video sagst, aber als ich dich gefragt habe, so, warum bist du so. Okay, du weißt so, sie hat geballert, bevor sie eigentlich auf Heroin süchtig war oder so. Ja. Einfach so. Wahnsinn. Und weißt du, was der Grund war? Wir haben echt viel gebohrt in dem Interview. Und irgendwann kam dann so, ja, Mai, die waren alle noch viel dichter als ich. Und ich dachte mir, ich will auch so dicht sein. So, was das ist halt. Und das ist, was du gesagt hast eigentlich. Das ist eine Stimme, die dir sagt, da geht noch was. Da geht noch was. Ja, ja, okay. Da ist noch was drin. So. Also das Umfeld war auf jeden Fall prekär und risikobereit. Ja. Genau. Und ihr wart eine Gang, die war sozusagen Avantgarde in der Szene. Ja, aber ich muss auch sagen, es sind auch viele Ausländer dabei. So. Aber hier sitzen zwei Deutsche, die voll verkackt haben. Ich meine, Ausländer, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt ein Kriterium ist. Nein, Eta, wo meinst du nicht? Es gibt auch viele Ausländer, die wirklich was aus ihrem Leben machen. Ja. Aber die nicht. Die nicht. Nee, ich glaube... Gruß geht an meine Freunde. Weißt du, was mir bei ihr auffallen ist, so dieses... Sie hat, was ich bei Jungs sage ich immer, große Eier, großes Herz, heißt viel Knast. Mhm. Und das bei Mädchen ist auch kritisch, so große Eier, Mut und großes Herz, weil dann, weißt du, auch so das, was du gesagt hast mit diesem Hinlegen, so wenn man ist in der Wohnung und so und dann legt man halt den anderen was hin, weil man kein Assi sein will. Aber eigentlich so, vielleicht hat der noch nie Heroin genommen und der sieht so, könnte ich mal probieren. Ja. Weißt du, ja. Also bei mir war das so. Ich war auf einer Party in Ibiza und da ging ein Spiegel rum mit weißem Pulver. Und Wie alt warst du da? Da war ich 23. Okay. Und ich ging davon aus, dass es Kokain. Und Kokain hatte ich schon mal geschnupft vorher und dachte, ja gut, nimmst du mal eine Line und ziehe. Und nach 10 Minuten, da sage ich zu meinem Kumpel, sage ich, Mensch, das Koks ist ja so geil. Das ist ja so ein gutes Koks, habe ich überhaupt noch nie gehabt. Das ist ganz anders. Und dann sagt er, du, das war Edge. Fast als wäre es kein Koks. War das Thai-Edge dann, wenn es falsch war? Ja. Das war richtig starkes Thai-Edge. Und so bin ich da rein zum ersten Mal. Dann habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Ey, wieso kriegt man das hier in Deutschland so schwer? Das sind verschiedene Mafias, die sich darum kümmern. Das Thai-Edge geht hauptsächlich nach Japan und nach in die USA, nach Kalifornien. Und es ist auch mengenmäßig nicht so viel Thai-Edge da wie afghanisches oder mexikanisches. Ne? Okay, ist ja auch näher Afghanistan. Ja, das ist aber so. Das macht jetzt nicht so viel. Das ist,
risikohafter als weiterer Weg ist. Es ist auch preisgünstiger. Ne? Das Teil ist relativ teuer. Das ist also schon. Okay. Finde ich gut. Also ich habe zwar auch mal geraucht, aber mir hat das nie gefallen. Also Haschisch war so nie mein Ding gewesen. Welche Wirkung haben diese Drogen auf dich gehabt zu der Zeit? Weil ich habe weder das eine noch das andere jemals ausprobiert. Aber mich interessiert es trotzdem, wie du das damals wahrgenommen hast, warum du das gemacht hast. Also zunächst einmal, es war immer da. Also ich hatte einen sehr guten Freund, der war Verticker, also der hat Speeds verkauft, Amphetamine verkauft. Es war für mich nichts Außergewöhnliches, dass man am Wochenende irgendwo hingegangen ist und die Drogen schon auf dem Tisch lagen. Ja, also es war für mich ein normales Bild gewesen. Und da alle auch was genommen haben, wollte ich ja nicht diejenige sein, die es nicht nehmen wollte. Es gab ja nicht irgendjemand, der zu mir gesagt hat, du musst es jetzt nehmen. Ja, so war das nicht. Das war schon ein Zwang der Gruppe, muss ich schon irgendwo sagen, mit 36. Ich muss was zu diesem Gruppenzwang sagen. Das haben so viele Leute falsch verstanden. Ne? Gruppenzwang heißt ja nicht, dass die Menschen zu mir irgendwie gesagt haben, da ist die Tür, ja, geh bitte, wenn du nichts konsumierst oder so. Ne? Das heißt aber, wenn jeder von denen im Raum dicht ist, wirst du ja auch auf diesem Level sein. Ja, also du wirst ja auch irgendwie connected sein mit den anderen und auf diesen Vibe mit so sein. Du möchtest dich nicht ausschließen, ne? Genau, und das ist dieser, das nennt man doch Gruppenzwang. Es heißt Gruppenzwang, aber es ist ein falsches Wort. Also ich mache in den Workshops auch immer, wenn mir Jugendliche sagen, Gruppenzwang und so, denk nochmal drüber nach. Hat jemand eine Pistole an den Kopf gehalten? Hat jemand gesagt, ich rede nicht mehr mit dir, wenn du es nicht tust? Hat jemand, im schlimmsten Fall ist es halt, du wirst dich lossagen von den Leuten. Du gehst nicht mehr hin. Du bist der Einzige, der noch Fußball spielen geht, wenn alle anderen plötzlich mit Drogen anfangen. Ja. Und das heißt nicht, dass die Gruppe dich zwingt. Das sagen wir, aber es ist, nimm das Wort nicht. Du kannst es auch gleich, sagst da das letzte Mal, sag es nicht mehr bei Interviews. Weil es ist nicht Gruppenzwang, sondern du wolltest zu dieser Gruppe gehören. Du hast gesehen, die sind dicht, dir hat es gefallen, wie es da aussieht. Du wolltest dabei sein. Nicht die Gruppe hat dich gezwungen. Das ist eher so eine Peer-Group-Solidarität. Das ist deine Peer-Group-Solidarität. Ja. Ist ein besseres Wort als Gruppenzwang. Weil ich lasse, das ist... Du dann, schwieriges Wort, ne? Und zu Recht sagen dann die Leute, ja, hat dich einer gezwungen oder was. Aber ne, gut, dass wir es jetzt mal, dass du nochmal drüber reden. Also kann. Mich hat niemand gezwungen. Ja. Aber ich wollte halt auch so sein, so dicht so. Ne? Ja, du wolltest, Goethe war dicht, aber du wolltest dichter sein, weißt du? Andersrum. Ich krieg den Spruch nicht raus, Leute. Ich krieg's nicht hin. Goethe ist dichter. Also damals habe ich das natürlich nicht so gesehen. Aber wenn alle nehmen, man möchte ja auch irgendwie nehmen oder dazugehören. Was heißt dazugehören? Aber du willst nicht die Einzige sein. Ja, das verstehe ich. Das beschreiben viele, dass das einem, ja, auch einen unterbewussten Druck irgendwie auslöst. Ja, genau. Erinnerst du dich noch an das erste Mal Kokain nehmen und wie die Wirkung damals war? Ich muss ganz ehrlich sein, an meine erste Nase erinnere ich mich nicht mehr, aber ich erinnere mich an meinen ersten Schuss Kokain. Okay, warte, ganz kurz. Okay. So, wer erinnert sich an sein erstes Mal Kokain-Nase ziehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Du? Ich schon, ja. Was? Ja, erinnere ich mich. Echt? Ja, weil es war, ich hatte einen Beutel mit 500 Gramm. Okay, gut. Und, ich hab, wenn ich schon ein halbes Kilo habe, kann ich auch mal probieren. Hat mir... Du musstest ja auch immer probieren, gell, wie das so ist. Klar, natürlich. Ich habe auf Ibiza seine Frau in die Hand gedrückt und dann habe ich den Beutel aufgemacht und habe da mal probiert. Und dann habe ich gemerkt, wie das so krass, wie mich das schlagartig wach machte und wie die ganzen Zähne waren betäubt. Und ich dachte, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Und das kam direkt aus Südamerika, das war ganz frisch, unversteckt. Wow. Und daran erinnert man sich natürlich, ist klar. Da bist du sogar umgebracht, ne? In Mexiko, wenn du das Zeug streckst, ne? Weil das Material, die Qualität geht verloren. Wollen wir niemanden empfehlen, nach Mexiko zu gehen und dort Kokain zu strecken. Und dort Drogain. Yeah. Und dort mit Drogain rumzumachen. Also mit Drogen rummachen in Mexiko, Leute, dann seid ihr auf jeden Fall ein bisschen Lebensmittel. 100 Tote letztes Jahr am Tag. Am Tag. Über Morde. Wow. 100 Stück am Tag. Das ist hier, im Jahr werden hier keine... Nee. Also, ne, das ist Wahnsinn. Echt. Wow. Ich glaube... Heftig. Naja, übrigens unser Geld finanziert es, also in dem Fall die USA, aber es ist tatsächlich, das ist ja das, warum ich immer schimpf,
eigentlich. Naja. Mhm. Dein erstes Mal, was erinnert, ist das einzige Mal, erste Mal, woran ich mich erinnere, ist Haschisch. Echt? Wie alt warst du? 13. Okay. Das hat mein Leben 30, verändert. Ja? Echt? Ja. Wie ich war so in der Schule, ich so, boah. Wow. Ja, krass, hast du, ja. Echt? Ich war so, ey, davor habe ich es nicht ausgehalten in der Schule. Und so, ich so, ey, 13 Uhr irgendwie, ich so, hey, wo geht ihr hin, Leute? Weil ich, okay, geh mal heim. Und das war, für mich war Schule eigentlich schwierig, das hat es mir leichter gemacht. Aber, wo warst du, Lehrer, Gymnasium? Gut, das war das Jahr, wo ich Realschule war, bin okay. Ich durchgefallen. Dass ja, ich intravenös gemacht habe. Ach, ich kenne das nur dass, also aus Filmen, dass das irgendwie dann auf der Toilette durch die Nase genommen wird. Also ich habe eine sehr, sehr lange Zeit auch durch die Nase genommen, als ich in Clubs war, unterwegs war. Mhm. Also habe ich ja auch angefangen, ganz klassisch mit Kokain ziehen. Und, also nicht mit Gras, aber ich habe gleich mit Amphetamine und Kokain angefangen zu ziehen. Und mit 17 hatte ich aber auch schon meinen ersten Schuss Kokain gehabt. Und da, an das erinnere ich mich, mein Leben lang werde ich mich an das erinnern. Das heißt, das ging... Ey, Leute, ich finde es immer noch, wir hatten schon mal besprochen und so, ich finde es immer noch weird. Was denn? Dass du so früh geballert hast. Also halt, das ist normal, das hörst du, weißt schon, also... Aber ich sah aber älter aus damals, ich sah ja nicht aus wie, keine Ahnung, ich hing ja mit Leuten ab, die vielleicht 23 waren, so, weißt du? Also, das erste Mal Kokain zu schießen, das ist ungefähr so, wie das erste Mal Base zu rauchen, richtig gute Freebase zu rauchen, ne? Du denkst, der Schädel geht dir auf und das ist eine Überflutung von Glückshormonen im Kopf. Der kannst du dich gar nicht widersetzen. Das ist ja auch dieses hohe Suchtpotenzial von dem Kokain. Ne? Das Pfeifen in den Ohren, das Klingeln bei mir auch. Ja. Ich erinnere mich daran so genau. Ich habe allerdings nie geschossen. Aber ich habe in Amerika zum ersten Mal Base geraucht. Wow. Richtige, ist das Crack oder was? Ja, so ja. Ist es so besser noch. Ich mit Ammoniak aufgekocht und das andere mit Natron. Ja, und die haben das mit Äther gemacht. Und Amerika machen die mit Backpulver. So. Also die Amis haben das mit Äther gemacht, die haben das Kokain in Wasser aufgelöst, gleich eine Unze und dann haben die da Äther zu und haben es geschüttelt und dann hat der Äther das Koks aus dem Wasser raus und haben es mit der Pipette abgesaugt und auf den Spiegel und dann kristallisierte das auf dem Spiegel aus und haben es mit der Rasierklinge zusammengekratzt, ein Riesenhaufen feinstes Pulver und das dann in die Pfeife unten drin, so einen Kolben mit Eiswürfel drin und das geraucht. Mit einem Gasbrenner dann angezündet. Ich sagte ja, als ich das alles erste Mal geraucht habe, ich habe gedacht, das ist ja irre. Das ist ja der Wahnsinn. War also sofort süchtig auf das Zeug. Zwei Junkies, Alter. Bei mir ist es so, bei mir ist es genauso, das macht mir jetzt schon Angst. Ich würde jetzt schon so, wer soll jetzt meine Sachen erledigen? So, weißt du, das kriegst du ja gar nicht mehr hin. Dein Tag ist vorbei. Du kannst auch nicht mehr aufhören. Das ist ja genau das. Aber als ich zum ersten Mal Freebase geraucht habe, in Amerika, bei einem guten Freund. Und der sagte zu mir, ich gebe dir das nur, wenn du mir versprichst, nachher schreibst du auf, was du, wie du das empfunden hast. Echt? Er kannte das Zeug und er war längst drauf. Wir schreiben beide auf, wie wir das empfunden haben. Wow. Okay. Und habe gesagt, kein Thema, kann ich machen. Konntest du überhaupt noch schreiben? Ja, ja, das war eine halbe Stunde später haben wir es gemacht. Okay. Und er auch. Und er hat gesagt, wir schreiben es beide auf. Und er hatte natürlich die Erfahrung von 2 Jahren Basen. Ne? Der war natürlich längst in einem Stadium, wo das ihm nicht mehr so gut getan hat, wo es nur noch Gier und Sucht war. Mhm. Und bei mir war es halt wirklich das allererste Mal ein unglaublich kreatives Erlebnis mit einer sehr starken Emotionen, die Euphorie, die damit einherging. Ne, klar, jetzt haben wir uns das beide aufgeschrieben und ich habe da positiv drüber geschrieben. Ich habe gesagt, das ist ja das Allerbeste und. Und er schreibt darüber, es ist eine furchtbare Erkenntnis. Ich bin krank, ich bin süchtig. Wow. Und jetzt müssen wir zwei uns da mal darüber unterhalten. Das war so eine quasi eine therapeutische Initiative von ihm. Und ich konnte das erstmal gar nicht begreifen. Ich dachte, wie kann der denn da so schlecht drüber reden? Das war doch so geil. Ja, ja. Aber dann habe ich also festgestellt, nach ein paar Monaten, wo ich dann also kontinuierlich da gebased habe, habe ich gemerkt, das bringt dich ganz schnell in den Keller und habe dann damit aufgehört. Und habe das danach nur noch ganz sporadisch und selten und nicht mehr in der Intensität wie am Anfang. Ne? Mhm. Und von daher... Krass. Ich meine, man muss halt die Wahrheit sagen.
Es ist ein unglaublich starker Suchtstoff, der einen Ehren-Impact aufs Gehirn hat. Ja. Und daher ein sehr, sehr hohes Risiko, dass man daran wirklich krank wird und Probleme hat, da wieder weg von zu kommen. Schwer, also ganz, ganz schwer. Ne? Ja. Aber interessant, dass du dich auch daran erinnerst, dann ist mit dem Schreiben noch. Also auch wenn du hast einen harten Weg gehabt, es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, oh cool, ich habe gecheckt, das ist Sucht dich machen, also höre ich auf, sondern du hast mit Sucht dein Leben lang immer wieder zu kämpfen gehabt, so gesehen. Ja. Und aber an die Maßnahme erinnerst du dich noch. Mhm. Also war es vielleicht gut. Besser wäre noch gewesen, wenn er nicht mit dir gebasst hätte. Aber gut, also wir waren erwachsen und er hat mich gefragt, ob ich das probieren will. Da habe ich gesagt, klar, ich will alles probieren. Aber da war es wieder. Wieso? Wieso bist du nicht? Ich will alles probieren. Ich will noch dichter sein. Weißt du, für mich ist ja, ich habe auch immer mehr. Du hast doch auch Crystal genommen. Ich habe auch meine Probleme gehabt. Das habe ich zum Beispiel nicht genommen. Das wollte ich nicht probieren. Aber vielleicht hast du deinen Kick in der Kriminalität gesucht. Das geht noch ein krasseres Ding. Ich bin voll langweilig. Ich will überhaupt nicht filmen. Ich will einfach meine Ruhe. Ich will, dass jeder Tag so gechillt ist. Ja, mittlerweile. Das wollte ich erst sagen, jeder Tag gleich ist, aber dann bin ich im Knast halt wieder so. Also ich will. In Nürnberg nannten sie eben den langweiligen Max. Wer den langweiligen Max? Was? Mein anderen Spitznamen, sage ich nicht mehr. Da sagen immer alle, die wissen schon, was das heißt. Echt? Ich sehe, wie jemand eine Unze 17 Gramm oder wie viel Gramm? 28. 8, voll daneben. 28 Gramm, wegbased. Ja, dann schaffst du halt übers Wochenende, und dann ist es weg. Und dann denke ich mir, alle 28 Gramm, Mann, wie viel Kohle war das gerade? Und dann bin ich raus. Krass. Und da war ich vielleicht bei Matt auch nicht, ich habe bei Matt nicht 5 Gramm gezogen oder so. Vielleicht war deine Droge das Geld. Ja. So. Irgendwas habe ich auch, ich brauche gar nicht reden. Ich war am zweitlängsten im Knast von einem. In deinen Arm rein? Genau, also ich war bei einem Freund. Und hey, beim ersten Mal so unter die Zunge. Ja, also es war auch ein Freund von mir, also aus der damaligen Szene. Und ja, auf jeden Fall, er hat mich dann ins Schlafzimmer gerufen und er hat gesagt, ich soll mich mal hinlegen und schauen, dass ich quasi so meine Knie so anwinkle, damit der Blutkreislauf so mehr in meinen Kopf reingeht. Mhm. Und ich habe ihm vertraut, weil ich ja auch oft mit ihm Drogen genommen habe. Also ich kannte ihn ja schon. Ich hatte ja schon oft mit ihm was zu tun gehabt. Ich muss was sagen. Ich wurde voll viel habe ich jetzt gelesen. Ich muss diesen Mann jetzt in den Schutz jetzt nehmen, gell? Mhm. Voll viele sagen so, was ist das für ein Arschloch? Ist das das, was du bei mir erzählt hast auch? Nee, das war mit Heroin. Das war mein erster Schuss Heroin bei dir. Ach, mit dem habe ich auch letztens telefoniert, gell? Weil da hast du es ja gut gesagt, dass du gesagt hast, ihr habt den genervt stundenlang, so mach. Und irgendwann bist du halt so, ey, was bin ich jetzt, dein Vater oder was? Ja, und er hat auch gesagt, wir sind die Exes zu ihm, weil wir ihm vertraut haben. Hm. Er wollte ja nicht, dass wir zu irgendwelchen Arschlöchern gehen, die, keine Ahnung, uns da dann tot da liegen lassen oder so. Ja, aber damit kannst du die Leute jetzt nicht überzeugen, die gesagt haben, er ist ein Arsch. Nee, aber er war auch eine Zwickmühle. Ey, pass auf, ich war der vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren hier noch, sogar glaube ich mit dir habe ich das gesprochen, der gesagt hat, ein echter Freund oder jemand, der echt liebt, gibt dem anderen kein Heroin oder so. Und das ist, habe ich damals gesagt, weil ich so von diesem Dealer-Aspekt komme. Ja. Weißt du, ich habe nie mir selber gedacht, wow, Heroin ist so geil, Alter, ich muss das... Teilen. Eigentlich muss ich es teilen, genau, eigentlich, ne, oder so. Ja. Bei mir war immer so, das ist ein Business so. Ja, ja. Ne, ich habe mir nie gedacht, oh, das sollte jemand ausprobieren. So, ich dachte mir immer, wenn du es probierst, krieg ich dein Geld. Dann ist deine Miete oder was auch immer, kriegst Schwierigkeiten. Ja. Ja. Und deswegen habe ich das gesagt, aber ich verstehe das sonst vollkommen. Ich habe viel dazu gelernt in diesem Jahr auch, was das... Und wenn du selber drauf bist, dann, du hast, dir fehlt dann so ein, ne, das ist ein bisschen anders. Ganz anders, ja, so. Da fehlt dir... Du meinst es nicht böse? Nee, eigentlich meinst du nicht so. Ja. Aber ich muss aber auch sagen, also dieser Typ, der mir diesen Schuss Kokain gegeben hat, davor habe ich ja schon gespritzt, Heroin, aber ich habe nie Kokain gespritzt. Aber wir haben gedacht, der hätte mich jetzt draufgebracht. Sig sagt ja immer, dass das ihm viel mehr gefehlt hat. Was? Deswegen, Kokain? Ja. Und dann, mit ihm habe ich mich am einigsten mal drüber unterhalten. Ja. So, ne? Und er hat halt gemeint, dass das wirklich nochmal anders war. So, weißt du, Heroin war halt Heroin. Vor allen Dingen ist es physiologisch gut abbaubar und verträglich. Genau, du verträgst es auch besser als. Ja. Also, warum ist das so ein Kokain, dass die Leute so gierig, fit? Gierig. Die Gier. Ja. Du bist nach 10 Minuten die Nächsten. Ja.
weil es halt so ein heftiger Rausch ist, mhm, der kommt explosionsartig und wird unglaublich angenehm empfunden. Du bist auch auf Crystal gewesen. Mhm. Ja, aber ich habe auch zum Beispiel, ich habe bei mir, schau mal, bei mir Crystal ist, ich war auch mal 3, 4, 5 Tage wach so, ja, oder aber ich habe nie in meinem Leben irgendwie 3 Gramm konsumiert oder so. Ich habe nie so eine Line gelegt. Okay. Ich habe das immer, ich dachte mir, sowas legt mir für Lines halt. Ich mache mir 3 kleine. Und so, ne? Und dann, ich habe anders konsumiert, ich war nie so der zu. Anders ist ja auch 9 Pillen oder so. Vielleicht danach, warst du auch schon nicht geballert. So diese Sucht. Ja, ja, wahrscheinlich bin ich es nicht. Aber trotzdem nochmal. Ich, okay, Kokain, ich hatte vor kurzem dieses, hatten wir doch das mit Heroin, die warme Decke und so, was auch ja ziemlich gut beschrieben ist. So jemand, der eigentlich, nee, also der Wärme sucht. Mhm. Ja? Dass das dem. Fehlt so. Dass ja ihm da Heroin. Oder derjenige, der Schmerz. Ja, dafür ist es ja auch wirklich, ja, auch genau, so im physischen, aber auch im psychischen. Genau. Und wo, wie würdet ihr dann Kokain einordnen? Wow. Weil jeder echt, kann auf Heroin Kokain kommen. Zum Beispiel nicht jeder. Meine Präferenzdroge. Ich habe ja oft genug Heroin genommen, habe nie das Bedürfnis gehabt, es nochmal zu machen am nächsten Tag. Jeder Mensch ist ja gleich. Jeder Mensch hat ein Hirn. Ja, aber trotzdem sind wir anders. Ja, aber jeder Mensch kann draufkommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also die Leute, die Kokain nehmen und die da auch dabei bleiben, das sind dann in der Regel Leute, die leisten müssen, die von Haus aus ein bisschen träge und lethargisch sind, die hebt also die Stimmung hoch. Selbstwertgefühl und so. Genau, und konzentrierter, ja, können sie arbeiten, ja, und die merken halt, das bringt sie vor, am Anfang jedenfalls, sozial weiter. Sie werden competitive. Ja. Ja. Ne? Das ist auch zum Beispiel auf Heroin, es war nie so, dass ich mir gedacht habe, wow, jetzt bin ich besser in irgendwas. Es war halt dann so, oh Gott, Mann. Aber mir ist auch immer schlecht geworden. So. Also die Drogen reagieren auf eine ganz bestimmte psychische Verfassung. Ja, das ist, weil du hast vielleicht alles im Gleich, so, aber es gibt Präferenzdrogen. Ja. Und meine Präferenzdroge ist halt nicht, mich in eine warme Decke zu hüllen, sondern Meth. War gut, weißt du, ich meine, das ist das Gegenteil von einer warmen Decke, das ist, als würde ich einer mit einem Stock pieksen, bis du aufstehst, ja. Leute, wir reden hier so über Drogen, wie es halt ist und so, und das, ja, man hat, ich bin ein Kind der Drogenprävention, wo man gesagt hat, du machst es und du stirbst. Und es ist voll scheiße, wenn du es machst, ist dein Leben scheiße. Und das stimmt halt nicht. Das ist ja das Tricky, das ist ja das Krasse dann, das ist eigentlich, du machst es und du hast die krasse Nacht und es ist Ding und dann freust du dich aufs nächste Wochenende am Anfang und so, und die ganze Scheiße kommt nach und nach. Ja, genau. Aber die kommt. Sofort, aber die kommt. Ich hab. Und wie, ey? Also, komm, ja, aber gut, wie willst du. Schwierig. Ja, schwierig. Und ja, und er hat mir in dem Arm sogar, hat er. Ich habe immer noch Narben hier, also ich bin immer noch sehr vernarbt. Ich werde mich immer an diese Wirkung erinnern. Also. Kennst du dieses Gefühl, wenn du so Achterbahn fährst und irgendwas, wenn du kurz, man bleibt da kurz stehen und dann fällt man so runter. Oh ja, oh, das hasse ich. Oh, das kann ich gar nicht. Nee, bin ich der falsche. Aber das Gefühl kennt fast jeder. Genau. Und das ist genau dieses Gefühl, aber noch intensiver und stärker. Genau dieses Gefühl von der Achterbahn. Dieses kurz, wenn man so fällt. Okay, und das hat dir in dem Moment eine absolute Faszination. Ja, Wahnsinn. Also auch die Akustik war anders. Ich habe die Akustik komplett anders wahrgenommen. Mein Umfeld war schärfer. Also ich war, die ganzen Sinne waren geschärft. Und man ist total auf Adrenalin auf jeden Fall. Das war sarkastisch. Hast du dann kontinuierlich die Drogen über die Blutbahn auf dich genommen, zu dir genommen? Ja, genau. Ich bin dann in der Zeit dann auf Nadel gekommen. Also ich habe dann Heroin und Kokain gespritzt. Mehr Heroin. Und ich habe auch damals gearbeitet. Also mittlerweile bin ich schon 18, 19. 20, 21, wir reden jetzt in dieser Zeitspanne. Ich habe im Rotlichtgewerbe gearbeitet. Ich habe getanzt, also Table Dance gemacht. Ich war noch relativ jung und ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Ich habe dann gemerkt, okay, es gibt eine Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Wobei ich muss sagen, ich habe meine ersten Erfahrungen in der Prostitution schon mit 16 gemacht. Ich habe immer in diesen Chatforen Okay, frag. Das eine, was ich fragen wollte, ist, was für Form war das? Weil damals war doch alles noch. Diese Antenne Bayern, glaube ich, war das. Echt? Ja. Mhm. Ich sag, wie war das hier? Die anderen haben gesagt, Knuddel vielleicht. Weiß ich nicht. Also Antenne Bayern habe ich. Okay. Ja, Antenne Bayern Chat? Warst du Kunde in solchen Chats? Ich? Ja.
Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Hey, oh. aber ich muss was klarstellen. Kennst du das? Nee. Was soll das heißen? Nee, ich kenn's nicht. Aber okay, gut. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht sogar 17 war, ne? Hm. Weil einer in den... Ein Jahr hin oder her, die sind alle... Ja, aber es ist ja auch schon so lange her, ne? Ja, das sind ja Anfang 2000er, ne? Also ob ich jetzt... Aber wegen dem Euro, ne? Weil ich meine, dass ich Euro bekommen habe. Und dann müsste ich ja eigentlich 17 gewesen sein. Ey, das Ding ist, keiner darf einem das übernehmen. Manchmal so, ey, weißt du was? Ich habe manche Sachen, kannst du nicht genau festlegen oder so, ne? Wenn ich mich jetzt frage, wenn ich mein erstes Verbrechen wäre, ich habe angefangen mit 12, 13 zu klauen. Genau, aber, genau. Digga, vielleicht habe ich auch mit 10 schon mal geklaut, bin erwischt worden. Oder halt, ne? Also, das ist zu lange her einfach. Nee. Was du nur nie machen darfst, ist, du darfst nie, ich habe einmal, das war auch bei Raider, haben die mich richtig, den ganzen Tag haben wir geredet können und so, und da habe ich mein Alter falsch gesagt. Was? Wir sind so gelaufen und der Kameramann ist so rückwärts gelaufen und ist halt mitten in Köln da bei diesen Häusern da am Rhein, die so, kennst du die, diese sau viele Leute, alle gestresst davon, weil wir Kameramann und Ton und laufen rückwärts und es ist einfach, macht euch nicht auf wichtig, haben sich alle gedacht. Und ich laufe so und halt muss 5, 6, 7 Mal die Vorstellung machen. Oh. Und einmal sage ich halt, hey, mein Name ist Maximilian Pauls, ich bin 32 Jahre alt und ich kenne das. Ey, und ich habe einfach 32 und alle so, bäh, dem darfst du nichts glauben. Der, nein. Gerade, dass du mich als Nazi beschimpft hast. Du warst verplant einfach. Ey, ich habe einfach, Mann. Du warst verplant. Und dann hat der, dann, weißt du, was mir vorhin gesagt hat? Was? Du wolltest dich jünger machen. Weil du weißt, wie die Leute sind jünger. Der Zuschauer, dein Unterbewusstsein hat gesagt, weißt du, und es kann sogar sein, so dass ich mir gedacht habe, so, ja, das sieht zwar geil aus. Hey, aber ich weiß manchmal auch nicht, wie alt ich bin. Ein paar Jahre. Ey, Jugendzeit. Ey, weißt du, was sie geschrieben haben? Der lügt, einer, der sein Alter nicht sagt, dem kannst du nicht trauen. Ich so, ey. War peinlich. Ja, okay, was war denn eigentlich? 70. Ehrlich? Jahrgang 50? 51. Wow. 51. Hast du ja auch voll gut gehalten für deine Drogenkarriere. Ja, ja, ich meine, ich war dann im Knast. Ja, sieht ja aus wie 70. Ja? Weißt du, wie lange der im Knast war? Wie lang? 24 Jahre. Boah, auch ein Stück? Oder immer wieder? 10, 3,5. Hey, ich muss was sagen, gell? Wegen Knast, ne? Ist mir bei dir auch voll oft aufgefallen. Ja, du bist so ordentlich, ne? Und die Leute, die so lange im Knast sind, sind alle so ordentlich, ey. Nein, das stimmt. Sind das, aber, weil die immer aufhören müssen? Nein, weißt du was? Weißt du was? Nein, ich bin zum Beispiel kein ordentlicher Typ, so hier sieht es jetzt auch nicht ordentlich aus, aber. Du bist ordentlich. Weißt du was? Nein, ich bin im Beisein anderer Leute ordentlich. Und das kommt vom Knast. Also das kann bei mir sein. Weißt du, das habe ich das erste Mal, und das habe ich das erste Mal in Seilen oder in Doppelzellen, dass du so extrem wenig Plan. Ich meine jetzt nicht, dass alles sauber ist, aber so anders. Zum Beispiel im Knast wirst du nie sehen, dass ein Mann in der Gruppenzelle auf die Toilette geht und sich danach nicht die Hände wäscht. Geh mal auf eine Flughafentoilette. Wie viele einfach rauslaufen. Und bei Männern ist sowieso eine andere Wahrnehmung von Ordnung und Sauberkeit, aber das ist so kleine Sachen. Oder Hände waschen vor dem Essen oder nach dem Essen den Tisch abwischen oder dass einer jetzt so isst und Krümel am Tisch legt. Das machst du nicht. Das hat doch was Gutes. Ich habe Freundinnen gehabt, die müssten viel härter für 200 Euro arbeiten. Also im Nachhinein denke ich, also mir würde das sehr, sehr wehtun, wenn meine Tochter mit 16 sowas machen würde, wirklich. Ja. Ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht. Ja, wenn die Männer einigermaßen in Ordnung ausgesehen haben, habe ich das auch gemacht. Also ich hatte ja auch ein bisschen Auswahl gehabt und das hat mir das schon ein bisschen erleichtert. Ja, das waren so meine ersten Erfahrungen in die Prostitution mit 16. Krass, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also ich habe schon verstanden, du hast deine Mädels-Gang. Lira überdenkt sein ganzes Weltbild. Nee, also das habe ich natürlich nicht an die große Glocke gehangen. Aber später, also habe ich ja dann professionell Table Dance dann gemacht. Und da habe ich ja meine ersten, ja, das war so. Ich denke mal, erstmal habe ich kein Geld verdient, habe ich mein Geld gemacht damals. Oh, du hast gesagt, du hast mit 16 das mit der Prostitution angefangen. Wir hatten hier auf dem Kanal auch schon mal jemanden zu Gast, der. Die Laura. Sie hat von ihrer Prostitution gesprochen. Das Ding ist, sie ist halt volljährig und sagt, ihr macht das einfach Freude so und sie mag das, auf die Art ihr Geld zu verdienen. Mit 16 geht es halt. Deswegen macht sie es halt. Das hat mit der Kohle kaum zu tun. Da hat der Hero echt dran zu kauen an dem Thema. Ich denke da vor allem auch an die Männer, die deine Dienste da in Anspruch genommen haben. Das ist halt einfach verboten. So. Mhm. Wobei ich muss wirklich sagen, also ich habe die Männer ja damals wirklich auch angelogen. Ich habe immer gesagt, ich wäre 18. Wo habt ihr das dann gemacht? Ich habe ihn. Ich schwör's dir, du bist so in Ordnung.
Echt? Weil du sagst es dann noch so, weißt du, ich meine? Der ist authentisch. Weil er legt ja eigentlich, er meint es ja nicht böse, er weiß es nicht besser, aber er legt ja eigentlich hin so, ja, also die Männer ist schon ich echt. Schon scheiße. So, weißt du, und du so, nein, nein, warte, ich hab die voll angelogen, weißt du, mit dir. Weißt du? Ja. Finde ich super. Ja, Leute, okay. Wir machen. Ja, okay. Ich wollte noch eins dazu sagen, es fällt mir jetzt hier gerade auf, also dieses Thema, dieses schlüpfrige Thema, was in der Gesellschaft immer noch so tabuisiert wird oder wo viel gelogen und geheuchelt wird, das diskutiert man am besten unter Fachleuten, die aus der Szene sind, die da Klartext reden. Und wenn da so eine bürgerliche Instanz plötzlich da reinkommt, dann klemmt es da immer irgendwie. Wird immer schwierig. Ja, ist immer schwierig. Hast du bei den Diskussionen auch oder so, ne, wenn sie so ein Panel haben, bei irgendwie, ne, mit, wo ein Kollege drin haben oder so, ist immer Unsinn. Ja gut, also, Leute, wir machen jetzt eine Rauchpause, weil die zwei Junkies hier, die müssen rauchen. Nicht wie ich, krasser Typ, Mann, nicht Businessman. Hier, geh mal her, nee, sag das mal. Ich habe übrigens den letzten Teil meines letzten Buches den Junkies gewidmet. Gut gemacht. Ja. Ich meine es auch immer gar nicht so böse, die Leute tun immer so. Nein. Ich habe so viele Junkies schon gefragt und keine 5% haben zu mir gesagt, oh, ich will so nicht genannt werden. So was, also, was? Die haben andere Probleme. Also, wir hören uns gleich nach der Rauchpause. Das heißt, du hast dann später in diesen Bereich gewechselt, wo du auf der Bühne leicht bekleidet tanzt. Also Table Dance. Ich fand das eigentlich gut zu tanzen. Ja, also ich habe so meine, ich habe so gemerkt, ah, okay. Da habe ich gearbeitet zusammen. Ich werde bewundert auf der Bühne. Ich werde begehrt. Und das war mein Kokain-Dealer. Ich muss sagen, mir hat irgendwo die Liebe gefühlt. Und das Nachtleben, was ich geführt habe, die war sehr, sehr kurzlebig. Also sehr von kurzer Dauer. Und ich habe immer, die Kontakte, die ich hatte, waren am gleichen Abend auch wieder weg. Also jede Nacht habe ich wirklich viele Geschäftsmänner aus der ganzen Welt, ne? Die waren wirklich am nächsten Tag wieder auch wieder weg nach dem Wochenende. Einsam. Durch Geld entsteht keine Liebe und durch Geld kannst du auch keine Freunde irgendwie kaufen. Das ist so das Problem. Das heißt, diese Lücke in deinem Herzen bleibt dann natürlich auch unerfüllt. Und wenn du sagst, dass du an den Wochenenden dann weiterhin die Drogen konsumiert hast, bist du ja auch weiterhin abhängig gewesen. Du hast gesagt, dass du von Kokain intravenös dann zu Heroin gewechselt bist. Und mich würde interessieren, wie für dich so der Unterschied zwischen den beiden Drogen war, wie du das beschreiben würdest. Also ich habe immer die bewusstseinsmindernden Drogen bevorzugt. Also ich wollte so wenig nachdenken wie möglich. Ich habe zwar IV, also intravenös Drogen konsumiert, aber ich konnte das dann am Montag auch wieder lassen und bin dann in Großstädten gegangen und konnte dann arbeiten und habe mich dann um die Clubs dann gekümmert. Also ich war ja selbstständig und habe in ganz Deutschland gearbeitet. Also ich habe mich ja um solche Sachen auch kümmern können. Ich war nie wirklich, ich hatte nie wirklich einen Heroinentzug gehabt. Also ich habe das ein paar Mal konsumiert und dann habe ich es aber auch an diesen Wochenenden. Also ich muss sagen, natürlich hatte ich einen leichten Affen. Ja, aber es war ein bisschen Schnupfen, ein bisschen so Unwohlsein und nach ein paar Tagen war es wieder okay. Also einen richtigen Entzug hatte ich noch nicht. Mhm. Das habe ich so gemeint eigentlich. Das glaubt man, das ist aber bis heute nicht, oder? Ja doch, danach schon irgendwann. Mhm. Also danach natürlich, aber so in dieser Zeit. Aber wo ist der Unterschied? Also das eine kannst du nicht ignorieren? Nee, das oder eine, ich habe sogar einmal einen epileptischen Anfall dabei bekommen beim Entzug. Also je länger du konsumierst, also desto heftiger wird auch dieser Entzug dann irgendwie. Also weil der Körper sich zu sehr an diesen Stoff gewöhnt. So. Also der Zusammenhang ist evident. Wenn du lange Heroin nimmst, dann hast du auch einen langen und heftigen Entzug. Und ich habe das also so beschrieben, dass ich eine unglaubliche Menge Energie da reinstecken musste, um das abzuschütteln wieder. Diese, okay, warte kurz, das dauert manchmal so 5 Sekunden. Um diese Sucht da abzuschütteln. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, ein ganzes Jahr lang täglich ein Gramm oder zwei von dem guten Thai-Edge konsumiert hast, geraucht oder geschnupft, und dann aufhörst, dann denkst du, du willst lieber sterben. Das ist einfach unglaublich schwierig und unglaublich schmerzhaft. Und das greift an allen Enden gleichzeitig an. Durchfall, Augentränen, übergeben musst du dich, kalt ist dir permanent, Schweiß bricht dir aus.
Und dann das Psychische, dieses ja. Elend, was ja. du dann ja. dabei erlebst. Und die Haut fühlt sich so komisch an. Alles ist, du kannst nicht mehr normal funktionieren. Und es ist eine ganz, ganz, ganz üble Krankheit. Und deshalb ist es, sind wir froh, heute gibt es Medikamente, mit denen man das abfedern kann, wo man sich ausgleichen kann. Damals gab es das nicht. Mhm. Da hat ja kein Arzt irgendwie Methadon oder Polamidon verschrieben. Es hieß, ja, da musst du durch, kalter Entzug, je kälter, wow. umso besser, dann schreckt das ab für die Zukunft. Wo du halt gut sterben kannst auch. Ja. Ne? Ja. Ist natürlich ein totaler Unfug, weil das ist der schnellste Weg in den Rückfall. Jetzt gerade, falls der Ton jetzt gerade schlecht war, du hast gerade gesagt, Heroinentzug und Alkoholentzug würdest du gleichsetzen, ja. Boah. Sehr schwierig. Boah. Ich glaube, bei Alkohol ist es auch, das kann man sich sogar, ne, jeder, der es nicht kennt, kann sich es, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil die ja. trinken am Wochenende, jedes Wochenende haben das halt nie. So, ne, aber, boah. Ja, und Alkohol ist erlaubt, ne, wie ist das nochmal? Okay, ready? Geht's weiter. Auch dabei belasten. Dann habe ich aber meinen damaligen Freund kennengelernt. Damals war ich 21 und ja, ich habe mich in ihn verliebt. Er war aber also übelst auf Heroin. Also er war schon richtig auch mit den Entzügen auch dabei. Also er hat auch viel Benzos genommen, also Benzodiazepine. Was ist das? Das sind so Medikamente, das sind so Beruhigungsmedikamente eigentlich. Auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt und mit ihm bin ich richtig. Habe ich auch probiert, fand ich auch immer nicht so geil. Aber da habe ich tatsächlich mal gemerkt, schon nach einer Woche, nach zwei Wochen Konsum, habe ich schon gemerkt, dass es mir fehlt. Ja. Heroin? Ja, nee, Benzos. So. Benzos? Ja, du warst auf Benzos? Ja, ich habe halt als... Echt? Also sind, was weiß ich, Tramadol und sowas. Genau, ist auch ja, klar. Ja, hatte ich halt klar. so Flaschen, da hast du mal 5, 6 Flaschen bekommen und dann halt, cool. Und dann halt irgendwie so, nach einer, zwei Wochen oder so, boah, okay, das ist ja... Ja, du kommst ja dann auch besser vom Crystal wieder runter mit dem Zeug. Ja, das war mein Heroin dann oft. Also Heroin habe ich dann mal 2 Lines gezogen oder am Tag 4 oder so und dann, dann ging's. Ja. Krass. Zum Einschlafen. Heroin zum Einschlafen. Ja, ja, und dann aber nicht mehr. So am nächsten Morgen. Oh, ich hätte auch lieber Tee trinken sollen. Man mutet seinen Körper dann doch einiges zu. Mal auf, Leute. Ich glaube, das Maximum, was ich geschmissen habe in einer Nacht, mal waren so 9 Ecstasy. Also eigentlich dachte ich 7, aber 2 Mal habe ich genommen, getrunken und dachte, die wären mir runtergefallen. Ach so, weil ich den Mund nicht mehr gemerkt habe oder so. Ich habe es mir so, ist ja komisch, nochmal eine Zeit. Dann hat 9 also eine Nacht, ist doch verrückt. Dann wachsen ja irgendwo solche Eiterbollen raus, Alter. Dann, okay, ja, weiter geht's. Ach ja. Leute, macht es nicht nach. Nein, Kinder. Was ist jetzt? Wie geht es nochmal? Warum bin ich so schlecht? Okay. Wir lachen zwar hier viel und so, ja, aber. Es bringt auch nichts zu weinen jetzt. Nee, ja, eben. Es ist so passiert. Bringt nichts. So, aber. Ja. Richtig drauf gekommen. Also, mit ihnen hatte ich dann. Habe ich wirklich täglich Drogen genommen. Ich hatte auch sehr, sehr viel Geld gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ich war nicht gezwungen, Beschaffungskriminalität zu machen. Er hatte die Connections gehabt, Drogen-Connections. Geld gehabt. Was heißt viel Geld? Wie viel Geld hast du in der Zeit? Viel. Also ich sag mal so, ich habe so am Abend schon so 200-300 Euro schon machen können, so unter der Woche. Am Wochenende 500 Euro aufwärts. Hey, aber da bist du aber also, 7.000 im Monat. Ja, warte mal. Das ist verdammt viel Geld. Brauchen wir gar nicht reden. Ja. Das ist verdammt viel Geld. Ne? Also 500 Euro am Tag, Mann. Ja. Weißt du, ich meine, das ist für die Leute leben. Hartz IV ist 420 Euro. Siehste? 420 Euro. Ja. Und so, ich habe vor kurzem auch mit jemandem geredet, der irgendwie so meinte, ja, wenn man dann weniger hat und so irgendwie so 3.000, 4.000 Euro, ist ja schon schwer klarzukommen. Ich denke mir, Alter, ihr seid alle so, wir sind so abgehoben von dem, weißt du schon? Ja. Und für was gibst du denn dein Geld aus? Scheiße. Du hast was Geiles gesagt. So. Als du mal zum Arbeitsamt bist irgendwie und sie meinte, kann das irgendwie, lange Geschichte, aber eigentlich ist halt geil. Ja, was war das? Mit dem so, als du hast dich mal abgemeldet, weil du einen größeren Check bekommen hast und dann kamst du nach 3 Monaten wieder und musstest dich wieder anmelden. Ja. Und dann siehst du, ja, wie konnten sie jetzt da 12.000 Euro durchbringen? Ich bin zu den Prostituierten. Und er halt original so, was, gute Frau, was meinen Sie denn? Ich war mal Millionär. Du bist jetzt auch alles weg. Also das ist für mich kein Problem, 10.000 Euro in der Woche. Ja. Was meinen Sie? Ich war mal Millionär. Also, mir haben Leute gesagt, wenn ich ihr Geld hätte, hätte ich mir einen goldenen Stuhl gekauft. Oh
gut. Also ja, das ist viel Geld und das ist ganz klar. Nur, es bleibt halt wirklich nichts. Das ist das, was die Leute auch immer so ein bisschen verwechseln. Also schnelles gerade Geld Rotlicht. Kommt, geht auch wieder raus, man verliert den Respekt davor. Ja. Du verlierst auch den Respekt, aber es ist auch so ein bisschen. Genau. So Berufe jetzt wie gerade Rotlichtsachen sind, wo du ja auch der Standard steigt. So. Ja. Irgendwann willst du die echte Tasche oder als genau. Pimpmann, du brauchst dann das fette Auto, weil sonst gehen die. Ne, es ist alles so. Hm. Ne? Jetzt als Jugendlicher musst du aber eigentlich nicht so glänzen. Nee, musst du es nicht. Hast du Schmuck gekauft und so? Nee, auch nicht. Okay. Ich war Was ist denn dein Geld hier? Ich habe mein Geld hauptsächlich in Reisen investiert. Ja, ich bin sehr viel geflogen. Da hast du wenigstens was Sinnvolles gemacht. Ja, ich bin in 81 bin ich, glaube ich, 6 Mal mit der Concorde über den Atlantik. Wow. Und das kostete jedes Mal 12.000 Mark. Einfacher Flug. Einfacher Flug. Und, so habe ich dich damals nicht kennengelernt. Ja. Weil ich schiebe mal das hier ein bisschen zur Seite. Und, wir hätten Spaß gehabt. Ich habe für Drogen natürlich auch Geld ausgegeben. Und dann habe ich relativ viele Leute mitkommen lassen. Ne? Also meine Freunde, die waren alle reich. Weiter geht's. Ich mach das echt cool. Ich bin stolz auf mich. Es gab natürlich Tage, die waren besonders stark. Also zu WM zum Beispiel. Es gab Tage, die waren nicht so stark, aber meine Gage war schon allein sehr hoch. Ja? Also deswegen, ich war ein sehr, sehr junges Mädchen. Es war schon schon viel Geld. Das Bild ist... Warte, komm, die ganzen Schmierlappen da. Ja, hier sind wir schon. Ach, große hier. Aber ich muss was sagen, das Bild hat überhaupt nicht zu diesem Zeit gepasst. Ne? Weil Leroy hat, besser gesagt, sein Bruder hat zu mir gesagt, schick mal so Bilder. Gruß an David auch. Ey. David. Geiler Typ. Ja, der ist echt cool, ne? Also David hat gesagt, schick mal Bilder so im Kindesalter, Jugendalter und Erwachsenenalter. Schick mir mal ein paar Bilder und wir blenden sie ein. Das habe ich auch gemacht und das war ein Bild so im Erwachsenenalter, aber da war ich schon langsam clean gewesen. Und da habe ich gesagt, okay, komm, schickst du ihm das auch. So Erwachsenenalter, siehst du anständig aus. Mhm. So. Das ist aber 14, Alter. Ja, danke. Das ist ja bei mir genauso passiert, mit den Bildern da an die falsche Stelle setzen und so. Aber nicht beim Leroy. Beim nee, Leroy. Doch, aber der Hubi war bei Jenke. Der Geschichte, hab ich ja, hat's nicht gepasst. Nee, gar nicht. Bei dir war viel krasser die Geschichte. Ja, ja, wieso, was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ein Bild der Produktion, Filmproduktion zur Verfügung gestellt und mit 2 Freunden. Und das waren beides keine Dealer, die waren keine Kriminellen. Und du hast aber 50 Bilder geschickt, oder was? Ja, das war eins davon. Das war eins davon, genau. Okay. Und dann war auch genehmigt von den Leuten, dass wir das dann zeigen. Okay. Und die blenden das Bild ein und im Hintergrund sagt der Jenke, die 3 Verbrecher machten sich auf den Weg nach Amerika, und dort den Drogenhandel anzukurbeln. Stell dir mal das vor, du wohnst, der wohnt in den USA, der eine so, und dann plötzlich kriegt er einen Anruf so von seinem Neffen. Ey, ich hab gesehen, du bist ein Drogendealer gewesen, der in die USA gegangen ist, um den Drogenhandel aufzumischen. Alter. Und der ist ausgeflippt. Freundschaft kostet sich sowas kosten halt. Das ist. Ja, das ist genau so ein ähnlicher Fall. Also das heißt, ja, jetzt, wenn das nicht du wärst. Das war ich, aber zum falschen. Die da hinten, wenn die jetzt auch so mit verwickelt ist. Nee, aber da war ich schon, das war nicht mehr, da war ich nicht mehr. Wo war das? Deine Schönheit hast du ja über die Sucht gerettet. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, ich meine. Nee, danke. Der Hubi schon hört hier rein. Das heißt, schon hört hier rein. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Doch schön. Bei dem ganzen Scheiß, was wir hier aufdecken, muss man ja auch mal die positiven Dinge benennen. Ja. Draufgegangen, das ist dann wirklich. Und ihr habt vor allem dann Heroin gemeinsam Heroin, ja, konsumiert. Genau. Jetzt hast also du Heroin gespritzt mit deinem neuen Freund. Und der hat mich auch richtig drauf gebracht. Wobei, ich muss fairerweise wirklich sagen, er hat sich sehr, sehr oft versucht von mir zu trennen, weil er gesehen hat, wo wir beide stehen. Gibt es denn von so einem... Also, Situation, dein neuer Typ, du fandest den aber... Also, du fandest den geil. Ja. Aber warum fandest du den geil? Weil das alles, was ich bis jetzt gehört habe, bist du aber ein Junkie. Er war als Mensch... Er war irgendwie so besonders... So. Also, er hatte eine besondere Art. Und neben seiner Drogensucht, was man jetzt nicht so positiv bewerten kann, hatte er Qualitäten, die einfach das überstrahlt haben und die dich sozusagen. Genau. Ja, aber eine Frage habe ich da trotzdem, weil ich weiß es ja aus eigener Erfahrung. Ja. Wenn du Heroin nimmst, insbesondere wenn du spritzt, dann geht die Libido natürlich in den Keller. Da ist da nicht mehr viel los. Ne? Und da ist es irgendwie auch eine Zumutung.
mit einer Frau zusammenzuleben, die erwartet, dass ab und zu mal in der Kiste dein Mann schießt. Ja. Ne? Also, und durch das Heroin ist das schwierig. Ja, also das war auch so, ich war mit ihm zusammen und ich hatte 4 Monate keinen Sex mit ihm, ja, das hat mich wahnsinnig gemacht, gell? Ja. So angemacht und alles und er wollte nie, ja, entweder er musste sich um seine Geschäfte kümmern, er musste Heroin besorgen, er musste dies, ich weiß, so, man ist ja auch sehr, sehr, man hat auch viel zu tun, so, ja, so wenn man krimineller ist, so. Mhm. Man hängt ja nicht nur den ganzen Tag zu Hause. Also er war jetzt nicht nur Junkie, sondern er war auch so... Ja, der muss ja auch Geld irgendwie... Okay. Genau, so. Er hat auch Auto-Einbrüche gemacht. Und das hat er als Vorwand genommen, weshalb er erotisch nicht so aktiv war. Ja, und dann habe ich ihn aber geknackt, ja, nach 4 Monaten. Aber ey, dass ich überhaupt bei ihm geblieben bin nach 4 Monaten, heißt ja so, wie sehr ich ihn überhaupt geliebt habe. Sonst, ich wäre eigentlich schon weg. Ja, aber der hat mir als Mensch sehr, sehr viel bedeutet, weil er hat mich auch immer so zum Lachen gebracht, ja, also der hat, egal in was für einer aussichtslosen Situation wir waren, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass ich mich wohlgefühlt habe, so in seiner Gegenwart, und er hatte auch einen Beschützerinstinkt so gehabt, auch wenn sich das voll krank so anhört. Nein, so. Da steckt viel drin. Ja, was wieder mal beweist, dass ein Junkie nicht nur diese Negativposten mitbringt, sondern dass der auch ein guter Kerl sein kann und dass er auch viele Qualitäten und Tugenden verkörpern kann. Also das Klischee, das Image des Junkies, was ja natürlich in unserer Gesellschaft sehr weit unten angesiedelt ist, muss korrigiert werden, muss korrigiert werden. Es gibt sehr viele anständige Junkies. Das stimmt. Mhm. Gut, dann machen wir mal weiter. Jetzt haben wir aber hier mal Jack. Und Jack. Krassen täglichen gemeinsamen Heroinkonsum noch eine Steigerung? Ja, er ist auf jeden Fall gestorben. Also das am 24. November, wir leben jetzt in der Zeit von 2007, wir sind in 2007. Er und ich haben uns Heroin geholt. Ich war an dem Tag sehr, sehr entzügig. Ich war sehr, sehr entzügig und er war an diesem Tag schon gut dabei gewesen. Er hatte Tabletten genommen, er hatte schon seinen Schuss gehabt. Er war schon, also ihm ging es gut. Ich war sehr, sehr entzügig und ich habe ihn so gedrängt. Ja, also ich habe gesagt, komm, lass bitte was machen. Mir geht es nicht gut. Haben wir auch nicht mehr so viel Geld gehabt. Da habe ich wieder angefangen zu klauen. Also habe ich mir in meine Jugend wieder angeknüpft. Die Sachen, da war ja die Hemmschwelle schon weg. Auf jeden Fall waren wir auf der Toilette, er und ich. Also wir haben das Zeug klar gemacht. Und der hat zuerst in die Vene getroffen. Wir sind auf so eine Toilette gegangen. Da in der Nähe gab es so eine Gaststätte. Oder was war denn das? Ein Hotel, so ein kleineres Hotel. Da sind wir auf die Toilette und auf jeden Fall habe ich gesehen, oh, das Zeug ist schon sehr, sehr gut. Ja, also bei unserem Dealer war das ja immer so, wenn er Neuwale hatte das ja immer so gelassen, wie es ist. Erst zum Ende hin hatte das dann immer angefangen zu strecken, also damit er einfach mehr Profit hat. Kurze Pause muss ich jetzt machen. So, Hui, was sagst du zu der Praxis des Verkaufs? Ne, was sage ich dazu? Ich meine, es ist halt so. Ich hab ja da andere, in anderen Dimensionen gearbeitet. Und ich habe das von vornherein gestreckt. Aber so, dass es immer noch so gut war, dass die Leute top zufrieden damit waren. Und auf der anderen Seite, damit es so schwach wurde, dass die Gefahr von Überdosen reduziert war. Ja. Weil wenn ich das, was ich da aus China bekommen habe, von den Chinesen, wenn ich das so weiterverkauft hätte, dann wären da einige Tote auf der Strecke geblieben. Ne? Und deshalb ist es natürlich auch eine Art von Verantwortung, die du hast, nicht zu starken Stoff auf den Markt zu geben. Ne? Ja, aber er lässt ja den Leuten überhaupt keinen Schuss. Am Anfang stärker und je nachdem, wie schlecht das ihm geht, desto schwächer. Ja, also das ist Aber wenn man dealt, dann sollte man immer die gleiche Qualität haben. Aber er hat ja auch immer anderes Zeug bekommen. Er hatte selber schon immer anderes. Aber trotzdem, aber weißt du, was ich meine? Jeden Monat war er immer ein bisschen anders. So, je nach Niveau hat er das bezogen. Oder, ja, es ist heikel, man. Drug-Checking. Endlich Drug-Checking. Genau. Das hier ist ein Appell für Drug-Checking, weil dann wissen die Leute, was es ist. Genau. Ja. Das gab es in Amerika damals schon. Da gab es Labore. Da konnte man es anonym hinschicken mit einem Codewort. Hast du hingeschrieben, hier, ich habe hier.
ein halbes Gramm Heroin. Bitte checken. Und über den Radiosender wurde das dann 3 Tage später verkündet. Krass. Und da waren dann. In Detroit oder was? Das überall in Amerika gab es das. Ja. Wow. Und da musstest du ein Codewort, Pollux von mir aus. Unter dem Codename Pollux ist uns ein halbes Gramm weißes chinesisches Heroin eingegangen. Wir haben das im Labor checken lassen. Es handelt sich um gute Ware von 58%. Also, Freunde, vorsichtig. Okay. Wow. So, und wir halten ein Auge drauf und wir hoffen, dass die Qualität so bleibt, wie sie ist, weil das ist korrekte Ware und die Konsumenten sind damit zufrieden. Wow. So. Das wurde dann durchgegeben im Radio. Und die Junkies, und die haben alle im Radio gehängt. Das war 3-mal in der Woche, eine Stunde. Und da waren eben 20, 30 verschiedene Drogen waren da. Krass. Da. Ja. Ja, also da habt ihr hier auch schon gesehen, wie man das in Deutschland machen könnte. So. Also naja, ist gut, heute brauchst du das nicht mehr über das Radio machen, heute kannst du es einfach online machen. Okay. Also du kannst es einfach auf die Seite hochladen, dann kann jeder gucken, wie er will. Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es muss die Möglichkeit geben, es anonym zu machen, sonst machen die Leute es nicht. Da gibt es viele Tote, weil das früher nicht gab. Ne? Ja. Rettet Leben. Und insbesondere, wenn Leute einen Zug gemacht haben und waren jetzt mal clean eine Weile, einen Monat oder zwei oder ein halbes Jahr und dann plötzlich reißt sie und die denken, Mensch, ich muss da nochmal daran, weil irgendwie packe ich es nicht. Und dann haben sie sich beim ersten Schuss überschätzt. Ja. Dann haben die da auf den Löffel raufgemacht und alte Dosis wieder. Ja, ja, ja. Und das ist dann zu viel gewesen und so sind viele Leute irrtümlich am goldenen Schuss gestorben. Kennst du auch viele Leute gestorben? Ich habe einige erlebt. Ich habe einmal eine Krankenschwester, die hat gemerkt, dass ich Heroin habe und hat gesagt, Mensch, was ist Heroin? Das wollte ich ja immer schon mal drücken. Sag ich, wie drücken? Und dann hat die ein Spritzbesteck ausgepackt und nimmt sich da ein halbes Gramm runter. Dann habe ich gesagt, bist du verrückt? Dann habe ich das wieder zurück und dann ist sie damit auf die Toilette und dann dachte ich, Mensch, muss mal gucken gehen. Und dann komme ich da rein und dann hat sie gerade die Spritze reingedrückt und die Hälfte war schon drin. Und dann bin ich hin, wusch, und habe ihr die Spritze rausgerissen. Und in dem Moment gibt sie schon um. Oh, wow. Ach, dann habe ich sie aufgefangen und habe sie aufs Bett gelegt, da war die 6 Stunden im Koma. Oh, wow. Ja, und wenn ich die Spritze nicht raus hätte, wäre es tot. Die wäre tot. Mhm. Wow. Also, und ich hatte jetzt wenig Ahnung davon, weil ich ja nie selber gespritzt habe, aber ich habe es irgendwie gespürt, das ist zu viel. Mhm. Ja, und das Zeug war einfach zu gut. Ja, das Zeug war zu gut und die hatte keine Erfahrung damit. Ja, länger nichts mehr genommen. So und auch noch schlechtes Material davor genommen. Ja, so ist es, ja. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen. Der Leroy sitzt wie ein Beichtvater da. Er hört ganz konzentriert zu. Sehr konzentriert. Und es überlegt sich, Menschenskinder, nee, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Was kann ich dazu kommentieren? Weil es ist ja auch ein Stoff, was aus seiner Lebenswelt und seiner Erfahrungswelt vollkommen rausragt. Du, wenn du diese Stelle anschaust, bei meinem Video jetzt zum Beispiel, ist es komplett anderer Vibe. Mhm. Wir hätten auch eine traurige Musik drunter legen können. Mir ist auch klar, dass es traurig ist, wenn man stirbt. Aber es war ja nicht alles traurig. Ja, ja, aber eben, und das ist vor allem, dein Vibe war eigentlich nicht. Ja. Sonst würdest du jetzt hier heulen und viben, heulen, dann erzählst du es mir heulen. Aber wenn du es mir so erzählst, da so, ne? Ja. Also mittlerweile kann ich ja auch drüber reden. Ja, es ist immer gut, dass du öfter drüber redest. Es ist halt eine Art. Es befreit einen auch so. Fällt halt einem auch leichter, der selber halt bei Stimme. Aber gut. Ja, ja. Leroy macht einen guten Job, immer noch hier das an der Stelle. Das stimmt. Also er war immer sehr respektvoll. Wie er dann getaumelt hat. Aber ich habe dann gedacht, okay, er hat schon schon was konsumiert. Er hat ja schon was genommen. Und der hat ja auch Tabletten. Und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt meinen Schuss. Und dann kümmere ich mich jetzt um ihn dann. Also da habe ich mir den Schuss gesetzt. Und ja, dann hat es mich, ich habe nur noch so ein weißes Licht gesehen. Und ich habe mich so ein bisschen von oben gesehen, ja. Also ich habe oben rechts, habe ich noch meine Erinnerung, dass ich mich von oben sehe auf das Szenario. Ja, also ich sehe die Leute, also ihn, mich. Und ich sehe noch andere Menschen. Ein Mann hat uns gesehen, der hat dem Hotel Bescheid gesagt, die haben die Rettungsdienst angerufen und mich haben sie noch reanimieren können, also weil ich ja keine Tabletten genommen habe an diesem Tag und das war mein allererster Schuss, aber das Zeug war schon sehr, sehr gut gewesen, also es war gut. Ja. Also
sehr hart. Auf sehr jeden Fall. Hart, ja. Also im Gegensatz zu den anderen Tagen so. Also es hat mich ein bisschen blöd jetzt ausgedrückt. Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich da keine Benchmarks genommen habe. Einer, der sich nicht mit auskennt, nicht mit konfrontieren. Weißt du, ich hab ähnlich auch so gesagt, ne, aber schau mal, wir machen ein Video, das sehen halt 25.000 Leute, selbst wenn es 100.000 Leute sind, das sind eine Million. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist es schon wieder wichtig. Ja, gut. Weil ihm sehen mehr Leute, weißt du? Ja, ja, aber. Das reicht ja eigentlich auch für das erste Mal jetzt so. Ein normaler Mensch denkt sich ja auch, wie gut. Das ist nicht gut, das ist doch schrecklich, ja, weißt du? Ja, ja. Und deswegen aber ist das ist schon material bezogen. Ja, ja, aber wenn wir Qualität das jetzt automatisch ist. Sagen. Ne? Versteht jeder, dass die Qualität damit gemeint war. Ja, unter uns. Ja. Ich würde sagen, er hätte sich da vorbereiten müssen, besser vorbereiten müssen. Ja, aber er macht so viele Themen, macht jede Woche ein anderes. Ja, das ist halt, dann muss ich sagen, dann ist dann so ein Interview, überfordert ihn dann. Hubi kritisiert nein, Leroy, du musst ihn mal einladen. Ich mag den Leroy, ich habe schon einiges gesehen, aber er hat hier eine Interviewpartnerin, die redet Klartext und er kann das nicht verstehen. Ich weiß, was du meinst. Er kann vor allem nicht das rausholen, was wir eigentlich rausgeholt haben. Ich will jetzt gar nicht mal, aber weißt du, wie viel diese Geschichte ist? Weißt du? Weil, willst du mal hören, weißt du, dass du bei mir das erste, dass dir da eingefallen ist, was deine letzten Worte waren? Ja, das war so was krass. Was war so krass. Nee. Das Zeug ist gut. Weil so, normalerweise ist es ja immer so. Das ist das Letzte, was du sagst, halt, weißt du schon? Wer sagt das? Er, der gestorben ist. Also, damaliger Freund. Das waren seine letzten Worte. Das Zeug ist gut. Ja. Macht Sinn halt. Macht Sinn. Das waren seine allerletzten Worte. Normalerweise, gell, wenn jemand immer konsumiert, so, wie ist das Zeug? Das ist so die Standardfrage. Wie ist es? So, wenn jemand die ersten Nase legt, ja, und die anderen kennen das Zeug nicht, dann ist ja die Standardfrage mal, wie ist es? Ich finde es gut und so. Das ja, und er sagt, sind bestimmt berühmte letzte Worte. Ja, und er hat zu ihr gesagt, wie ist es? Und er hat gesagt, ja, das Zeug ist echt das gut. Das ist gibt der ganzen Tragik natürlich noch den besonderen. Aber es, weißt du, und das ist zum Beispiel entgangen. Also das ist halt was ich sehe, denkst mir sofort, weißt du, ich will das hören. Ja. Und dann ist aber, wenn du schockiert bist von der Szene, dann kommst du da nicht hin, auf diesen Punkt, weil dann, ne? Ja. So, wir haben da, kannst du noch weiter geredet, weil schon ganz viele Sachen, weil schon sehr interessant sind. Aber der normale Mensch ist schon schockiert genug. Dem gibt es jetzt vielleicht nicht mal was, wenn ich dir sage. Er traut sich vielleicht auch gar nicht weiter zu fragen. So, weißt du? Ja. Das denkt er gar nicht, das kommt gar nicht auf. Dafür schreiben wir Bücher und machen das jetzt auch. Komm, das Entertainment-Business ist durchlässiger geworden als je zuvor. Du glaubst doch nicht, dass ich früher irgendwie 100.000 Leute erreicht hätte. Mit wo denn? Hätte ich auch im Radio. Ja. Na, und jetzt ist es ein bisschen durchlässiger geworden. Wir reden schon die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit richtig. Ich muss ein bisschen nach vorne schauen. Leute sehen nur mein Ohr. Ja. Das ist mein Gutes. Aber man sieht auch, wie das sich nicht rasiert hat. Leute, seit Corona. Warum denn? Ne? Die Kerl hat auch, ey, ich bin verwahrlos. Bist du immer rasiert, oder was? Ja, aber nicht so verwahrlos. So 3 Tage war es doch jetzt nicht. Ich habe gesehen in der Akte, ich mache gerade meine Akte durch. Gibt so ein Foto von der Gegenüberstellung. Ey, da gehen meine Haare bis hier. Die gehen einfach gerade so rüber hier. Echt? Ist alles weg. Zeig euch mal. Ist alles weg. Naja, gut. Wenn man was drin hat im Kopf, dann ist es nicht so wichtig, genau, was man drauf ganz hat. Genau, ich habe verstanden. Genommen habe, sonst wäre ich auch tot. Wie war das für dich? Hat das vielleicht zu einem Umdenken? Genau, das ist die Frage, die ein normaler Mensch stellt. Genau, das ist die. Auf die wäre ich im Leben nicht gekommen, weil du hast jetzt erstmal andere Probleme, als jetzt auch noch umzudenken. Ja. So, du musst jetzt erstmal überleben. So. Man will gar nicht denken. Was für denken? Du bist jetzt erstmal 3 Tage lang. Ja, weißt du, und gar nicht so oder so bist du halt. Ja. Das ist nicht die Frage, das ist genau was. Okay, das denkt sich ein normaler Mensch. Ne, der halt sagt, aber jetzt musst du es doch gecheckt haben. Ja, jetzt hast du es kapiert. Ach, als hätte ich es vorher nicht kapiert. Das geht nicht, weißt du? Ja. Mhm. Ja, aber genau, ja, das haben wir. Dass du gesagt hast, okay, krass, die Liebe meines Lebens zu dem Zeitpunkt ist gestorben an genau diesem Drogenzeug und ich bin immer noch abhängig davon. Gab es da irgendwie so einen Gedanken, jetzt Schluss? Also jetzt dann wirklich, also dann bin ich noch tiefer abgerutscht. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt schon viel zu tief drinnen. Also ich war dann auch in der Psychiatrie. Also die haben mich dann in bestimmt, Psychiatrie es dann... Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch das ab... Aber gibt's alles. Ja, geht alles. Also es war dann auf jeden Fall ein krasser Entzug erstmal, ne? Ja, also ich hatte erstmal Entzug. Also irgendwann haben es mir auch Methadon gegeben. Nach 3 Tagen wohlgemerkt. Bist du eingesperrt worden? Da? Ja, gar kein Fall. Ich bin da nicht rausgekommen. Ich wollte unbedingt was konsumieren. Also stopp, aber die Leute wissen nicht, warum ich drin bin. Ne? Okay, du bist jetzt drin. Wo bist du drin? Ich bin in einer geschlossenen Psychiatrie für Menschen, entweder von denen eine Gefahr ausgeht oder Menschen, die sich selber was antun.
Mhm. Und in so etwas war ich drin und die Stimmung da drin ist alles andere als schön, weil das ist so eine gedrückte Stimmung. Und wenn du sowieso einen Todesfall jetzt erlebt hast, ja, dann wirst du da einfach nicht drinnen sein. Ja, weil das färbt ja ab. Und dann kriegst du auch noch Medikamente, die dich noch weiter runterziehen. Nee, also mir haben sie nichts gegeben. Ich wollte einfach nur Methadon haben. Nach 3 Tagen haben sie mir dann was gegeben. Aber ich wollte da halt raus. Ja, ich habe auch diese Stimmung. Ja, ich hatte einen Todesfall. Ja, ich hatte einen Entzug. Und ich wollte nicht mit lauter Menschen sein, die selber noch so voll Probleme haben. Das ist so ein enger und Raum. Depressiv sind. Oh. Ja, depressiv sind, Selbstmordgedanken haben, Selbstmord gemacht haben. Leute, die sich selber verletzen. Aber ich bin mittendrin. Du hast zu irgendwem irgendwann in dieser Situation gesagt, so im Sinne von, dass du gar nicht, dass du willst selber nicht mehr oder so. Nein, ich habe gesagt, oh, warum er und nicht ich? Das habe ich gesagt. Okay. Aber ja, ich habe okay, das ja, sie auch schon so nehmen, weißt genau, du? Genau, die haben gedacht, boah, die tut sich jetzt was an. Wenn wir sie jetzt noch was genau, gibt ganz genau. Gleich. Aber ich habe das ja einfach so aus so nicht gedacht, ey, ich bring mich jetzt um, sondern ja, so, boah, warum ist es ihm passiert und irgendwie so mir nicht oder so, weißt du so? Ich habe jetzt nicht irgendwie Selbstmordgedanken gehabt oder so. Aber für die war das ja so ein Anzeichen. Ja, aber wenn man dich nicht kennt und das dann nur deshalb, dann kann schon sein, so. Manche hätten sich vielleicht auch umgebracht. Weil sie sich auch da nicht hineinversetzen können. Ja. Das sind ja Leute, diese Erfahrungen haben die noch nie gemacht. Da stehen die da jetzt da wie Leroy und überlegt, was habe ich davon zu halten. Ne? Ja. Du könntest nicht abgleichen mit irgendwelchen eigenen Erfahrungen, dass sie da jetzt sozusagen Verständnis für haben. Was zum Beispiel auch Leute bei meinem Bild, also du weißt, meine Community ist zuckersüß. Ich habe keinen Kommentar. Einer hat irgendwas gesagt, so gute Titten oder so. Den habe ich gelöscht, aber so ist er cool. Irgendwie so ein. Nee, aber sowas habe ich ein oder zwei Typen, die es nicht lassen. Ja, aber sonst waren alle super. Ich weiß. Und, in der Community, aber war auch schon mal diese Frage ist schon so. Wieso hast du mir dieses Live-Ding nicht so vorher gesagt? Ich bin immer live und du bist Member im Channel. Schau doch, 18:30 und so gehe ich immer live. Gehst du immer live? Jeden Sonntag und meistens Mittwoch. Ich hab's verpasst, ich Idiot. Wir hätten auch jetzt live gehen können. Scheiße. Jetzt egal. Machen wir das noch erstmal fertig. Ja. Und die Frage so. Ja, aber wieso gibt man sich, weil der Typ gibt sich und geht so wupp. Mhm. Und du sagst, aha, ich muss auch, weil ich bin in Züge, ne, mir geht's gerade noch schlecht, ich drück mir und dann kümmere ich mich weil um ich das Zeug schon in der Hand hatte. Ja. Ich hab's in der Hand schon gehabt. Ja, und jeder Mensch, der entzügig ist und eine Spritze in der Hand hat und einen richtigen Affen hat, also jetzt Entzug, das ist so schwer, das abzulegen. Ja, aber hast du auch gedacht, ich kann ihm danach besser helfen? Er ist alle 3 Tage immer umgekippt. Er war immer... Warte mal. Das ist halt dann auch das, ne? Wenn du dann das war normal. Und das Ding ist... Was hast du gesagt? Ja, ich konnte nicht reden. Deswegen. Das ist ja alles authentisch und live. Ja, ist auch. Gemütlich ist besser. Das stimmt. So. Aber was wollte ich nur sagen? Es ist ja so, das ist ja... was wollte ich sagen? Also... Ja, es war halt einfach normal so, dass er umgekippt ist. Also genau, mit dem Krankenwagen. Ich habe ja mir immer 3-mal überlegt, ob ich einen Krankenwagen rufe, weil, wenn ich einen Krankenwagen gerufen habe, gab es danach, nachdem sie ihn dieses Naloxon gespritzt haben, war ich das größte Arschloch der Nation. Der hat 3 Tage nicht mit mir geredet. Mhm. Das Zeug war weg, ja, weil die Polizei natürlich auch immer mitgekommen ist. Das Geld war weg, Beschaffungsgeld, alle anderen Sachen, was in der Wohnung waren, Drogen haben die mitgenommen, weil du hast mir ja auch erzählt damals, ne? Diese wir haben nie, alle die Leute, die ich hatte, du hast es nicht rufen, Mann. Du musst die Leute rausbringen. Halt. Genau, weil da immer Mordsding immer gab. Ja, du hast nicht eine Überdosis in irgendeiner Wohnung. Ja, und dann, genau, und dann hast du ein Problem nämlich, ja, und ich war auch in so einer Zwickmühle, ja, weil ich habe ihn ja auch oft auch immer selber zurückholen können, aber ich habe die Sache einfach unterschätzt an diesem Tag. Wir verabschieden uns jetzt. Wir haben jetzt keinen guten Schluss für das Video gefunden, aber... keine Drogen. Ich will es 3-mal. Vom Prinzip her ist das kein ja... Kein Heroin. Ja, Heroin nicht. Dann sagen wir, hey, du bist nicht so überzeugt von kein Heroin. Doch, eigentlich schon. Ein bisschen schon, genau. Ich würde auch immer sagen, also Heroin Crack Crystal, also Heroin Kokain Crystal ist bei mir nicht mehr vorstellbar für mich, aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen den Folgen, sondern auch wegen Herstellung und... Ich bin einfach nicht zufrieden, was das macht. Also ich möchte da mal grundsätzlich dazu sagen, ich bin ja ein Verfechter des Rechts auf Rausch. Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich zu berauschen. Aber man muss sagen, als erfahrener Berauschter sozusagen, es gibt Drogen, die sind gefährlich.
Und da möchte ich ganz oben Crystal Meth anführen, da möchte ich Alkohol anführen, da möchte ich Heroin anführen und ich muss auch Kokain anführen. Das sind die vier Drogen, die ich kennengelernt habe, beziehungsweise wovon ich was gelernt habe. Ich habe nie Crystal, habe ich nie probiert. Aber weil, ich hatte recht. Ja, da bist du. Aber ich bin immerhin heute so schlau, dass ich weiß, da muss ich nicht unbedingt auch noch meine Nase reinhängen, nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deshalb kann man insbesondere jungen Leuten nur abraten von diesen harten Drogen. Begnügt euch mit den Weichen, da gibt es ja genügend. Ja. Du hast mir gerade gelernt, dass ich Alkohol noch auf die Liste der Drogen packe, die ich hey, immer aber die Finger weglasse. Ja. Das ist mir auch nicht mehr, da kann ich nicht sagen, das wird nochmal passieren, das ist, damit bin ich fertig. Ja. Hey, aber Ecstasy kann auch voll... Kann ich auch gleich machen. Ja, aber es ist halt nicht so, dass... Schau mal, irgendwie 90% der Leute, die ich kenne, die Ecstasy genommen haben und keine anderen Drogen, von nichts, nicht weiß, von nichts, nur weiß Ecstasy, PrEP und hin und halt Kiffen oder so. 90% von denen kommen das gar stimmt, nicht. Das stimmt, aber das es gilt nicht für die anderen Drogen. Ja. Nee, so, ich kenne nicht, nein. Im Gegenteil, ich kenne eher 90%, die mit Meth rummachen und nicht gut damit klarkommen. Das stimmt. So, weißt du, und es gibt aber Leute, die sagen, einmal im halben Jahr oder so, gehen sie immer feiern dann auch von 15, von 17 bis 19 viel, was man eh nicht machen sollte, ist zu früh, aber was willst du die Leute daran hindern? Das geht nicht. Also feiern dann mal zu viel und kriegen sich dann aber ein. Ja. Wenn aber in der Phase Heroin, Crystal oder Koks dazu kommen, dann kriegen die Leute sich schwerer wieder ein. Das stimmt. So, ist einfach so. Weil ich kenne die meisten Kiffer, die ich kenne, kommen klar. Ja. Ob die Genies sind in allem, was sie tun, aber sie kommen halt nicht. Möchtest du mit Raubtieren spielen, dann spiel mit einer Katze und nicht mit einem Tiger. Boah, so, geile gut. Worte. Und das heißt übrigens geile nicht, Worte. Reite den Drachen, sondern chase the dragon. Ich habe gesagt, reite den Drachen. Und dann habe ich gesagt, das sagt man seit den Opium, ride the dragon. Und alle und so, cool, schön, dass ich es höre. Und dann alle unten drunter so, Mann. Ja, ja. Wusstest du es? Na klar, wusstest du es nicht. Ich bin schlecht. Schande über mich, damit enden wir für heute. Man kann die Folge war toll. Wissen. Man kann nicht alles wissen. Und wir sind jetzt raus. Wie geht dein Ding? Wie machst du das? Der bist du, aber so? So? Ruby, der Bauch. Tag. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und hey, warte, du bist eigentlich ein Überraschungsgast. Ja, ist das eine Überraschung, dass ich hier sitze? Das ist eine Riesenüberraschung, dass du hier sitzt. Was, gute Frau, was meint sie denn? Ich war mal Millionär. Also bist jetzt auch alles weg. Also, ja. Also das ist für mich kein Problem, 10.000 Euro in der Woche. Ja. Heroin nicht. Dann sagen wir, hey, du bist nicht so überzeugt von keiner Heroin. Doch, eigentlich schon. Ein bisschen schon gedacht. Ich würde auch immer sagen, also Heroin. Ecstasy, mal ein Teil schmeißen. Am Wochenende. So. Und, das kostet nicht alle Werbung. Hör auf, nein, Mann. Also, ne, das ist halt schon klar. Nein, ja, ist eine starke Botschaft für junge Leute. Ey, so, nimm Ecstasy und lass die Finger vom Heroin. Ja. Nein, okay, nein. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Also, okay, nein, ich. Du hast mich gerade.